Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fishing Planet mit dem Underwater Frank. Wir haben ihn jetzt endlich gefangen, den Trophy-roten Trommler. Hier seht ihr den auch nochmal ganz schön. Ja, ich habe den jetzt mit 16,7 Kilogramm gefangen und schneide den dann wieder zum Ende des Videos ran. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall auch gleich nochmal los. So, also, ich habe jetzt an Ausrüstung dabei, wieder die St. Patrick's Day Route. Bis 16 Kilo die Sunderspin-Rolle 4500 bis 16 Kilo Fluoro 55, Haken 4.0 und dann halt den Krebs als Köder. Hier den Krebs steht bei mir zwar auf Englisch, aber es hat der Krebs. Ja, und dann 2,50 Meter Tiefe. Dann geht ihr hier auf die Karte wieder zum salzigen Delta in Florida. Und dann einfach hier vorne auf der linken Seite zu diesen beiden Hölzern werfen. Also es gibt auch andere Spots für den Fisch. Und ich habe den jetzt bei Sonne gefangen. Jetzt zwar nach 20 Uhr, aber wir haben den jetzt auch schon von ein paar Kollegen. Also danke nochmal an den Desperado für den Tipp. Ich habe gestern hat er noch ein bisschen probiert und habe dann gesehen, dass er den mit Krebs geangelt hat. Und deswegen dachte ich, probiere ich jetzt gleich mal aus. Ja, hier gibt es mehrere Spots und bei Sonne, die könnt ihr euch auch an die Beißzeit halten. Wir haben den jetzt, also Desperator hat den zwischen 19 und 20 Uhr gefangen und ich habe den jetzt zwischen 20 und 21 Uhr gefangen. Und ja, ich denke mal, vielleicht geht er auch ein bisschen früher, weil die Beißkurve bei Sonne ist ja dann doch so bei 12, 13 Uhr mittags am Höchstpunkt. Könnte man mal probieren auf jeden Fall, welche Beißzeit da am besten ist oder welche Beißzeit noch funktioniert auch für den Trophy. Mal gucken wir mal. Komm mal einen Meter ran hier. Auf jeden Fall, die beiden Hölzer sind ganz gut. Hier auf der linken Seite. Hier rechts das Krautfeld ist ja eher so der Snook. Und dann haben wir ja rechts, also auf der rechten Seite des Stegs sind ja auch nochmal mehrere Krautfelder. Und da zum Beispiel das linke, das erste Krautfeld. Und das in der Mitte geht halt auch für Trommler ganz gut. Ich denke mal, da lassen sich die Trophys bestimmt auch ganz gut fangen. Oh, da haben wir den nächsten. So, dann gucken wir einfach mal. Also auf Krebs scheinen die Trophys auf jeden Fall gerne zu beißen. Weil, also Shrimp, also Garnele und kleine Aritzen geht auf jeden Fall auch. Aber da habe ich bisher noch keinen Trophy mitgeangelt. Also Trophy habe ich jetzt auch wirklich nur mit Krebs geangelt. Und wie gesagt, Tiefe könnt ihr vielleicht auch ein bisschen variieren noch. Ihr müsst, glaube ich, nicht ganz so tief angeln. Holen wir davon noch mal ein paar raus. Das war jetzt gerade ein Snook gewesen. Er scheint sich da auch aufzuhalten. Aber die haben auch so ähnliche Vorlieben von den Ködern. Der Snook mag ja auch so zum Beispiel die großen L-Ritzen, aber auch die Garnele. Und der Trommler geht ja auch ganz gut auf Garnele. Die Stelle hier mit den beiden Hölzern hatten wir gestern einfach mal ein bisschen geguckt. Wir haben ja mal so die verschiedenen Hölzer angeworfen, also beziehungsweise die verschiedenen Äste, die aus dem Wasser gucken. Und ja. Ob das jetzt wieder ein Snook ist oder ein Trommler? Eher aus wie ein Trommler, glaube ich. Ah, das ist der Trommler, ja. Normaler Größe. Also hier könnt ihr wirklich, könnt ihr auch echt gut den Kescher voll machen. Also gerade wenn ihr auf Trommler oder Snook geht, kann man den Kescher auf jeden Fall gut voll kriegen. Der Snook, der Trommler geht halt immer bis 10 Kilo und den fängt man eigentlich ziemlich häufig. Also der normale Trommler geht bis 10 Kilo und der Trophy dann ab 10 Kilo. Was haben wir hier nochmal?
Auch aus wie ein Trommler? Ja, ist auch ein Trommler. Aber die bringen auch richtig gut Geld, finde ich. Also kann man auf jeden Fall auch gut Geld damit verdienen. Ja, freut mich, dass ich den jetzt endlich gefangen habe. Gestern noch die ganze Zeit dran gesessen und den die ganze Zeit probiert und wir haben wirklich da alle möglichen Uhrzeiten, Tiefen und Spots ausprobiert. Ja, der Miguel hat auch die ganze Zeit gesagt mit Krebs, aber ich hatte dann irgendwie mal probiert an den Schilfspots mit Krebs und da kam irgendwie nichts. Und ja. Das ist auch das Gute hier an unserer Gemeinschaft mit dem Bierstübchen, dass wir alle dann zusammen, sag ich mal, angeln und wenn einer was rauskriegt, geben wir natürlich dann die Tipps gleich weiter. Und das ist immer echt eine coole Zusammenarbeit hier mit der Community. Und deswegen, wenn man jetzt hier zum Beispiel den ganzen Tag alleine stehen würde, dann hätte man hier, also wäre man auf jeden Fall wesentlich länger beschäftigt. Als wenn man sich dann mal ab und zu mal ein paar Tipps gibt. Ah, 9,1, schon nahe des Trophys. Ja, wie gesagt, der Trommler hat halt echt eine hohe Bissfrequenz. Also der lässt sich auch nicht so viel Zeit dabei. Hier 34 Meter ist immer ganz gut. Ich denke mal, großartig die Zuppler sehen wir jetzt nicht, weil ich da zu tief gestellt habe. Aber auf jeden Fall ist ja dann doch so ähnlich wie in Michigan mit dem Süßwassertrommler. Oh, da haben wir gleich den nächsten. Oha, die Bremse geht gleich gut hoch. Ja, da haben wir auch immer 2,50 Meter den Süßwassertrommler geangelt. Oha, der zieht nochmal raus jetzt hier, oder? Der zieht nochmal ein bisschen. Entweder ein schwerer normaler oder vielleicht doch schon ein Trophy. Also der andere Trophy vorhin, der hat sich echt auch nochmal ein bisschen Schnur genommen, ne? Also der war echt ordentlich. Da hat man schon gemerkt, dass man da richtig großen dran hat. Was haben wir denn hier jetzt für einen? Oh, nochmal ein Trophy. 13 Kilogramm. 1335 Credits, 377 Erfahrung und 107 Zentimeter, also 1,07 Meter groß. Ja, so sieht der Fisch aus. Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, wir probieren auf jeden Fall nochmal ein paar andere Zeiten durch. Aber bei Sonne lässt sich auf jeden Fall jeder der neuen Fische angeln und ja, ich schneide den Trophy jetzt trotzdem noch mal mit ran und dann erstmal, ja, dann blende ich über und ja, dann bis gleich. Ah, ne, sowas habe ich aber auch noch nicht gehabt, ey. Also, Das dass ist ja das cool. so versteckt ist, ey. Ja. Oh, Bremse, Bremse. Oh, na, schwimmt er weg? Er schwimmt? Ne, er schwimmt nicht weg. Oh doch. Oh oh, jetzt schwimmt er weg. Jetzt schwimmt er weg. Das ist er. Das ist er hundertprozentig. 30 Meter ist er. 5 Meter Schnur hat er sich jetzt genommen. 6 Meter. 7 Meter. Lol. Das ist was Das ist Großes, er, ja. 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 Alter Vater. Das ist auf jeden Fall ein großer. Das wäre ja nice, wenn er das jetzt ist. Ich glaube, so stark hat hier noch keiner weggezogen. Jetzt fängt es wieder hier an zu wackeln. Habt ihr das manchmal auch mit der Pose, dass sie dann so wackelt? Also wenn ihr einen Fisch dran habt, dass er so zittert? Ja,
Ab und zu mal, ja. So, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Der sieht wirklich groß aus. Oh, Alter. Jo, 16,7 Trophy, ja. Rote Trommel. Ja, nochmal danke an den Desperado, dass er das gestern mal mit Krebs probiert hat. Ich hatte ja zwischendurch auch mal mit Krebs probiert, aber ja, wahrscheinlich nicht die richtige Tiefe gehabt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, der Fisch bringt jetzt mit Premium 1700 Credits, 16,7 Kilogramm, 482 Erfahrung. Also den könnt ihr auf jeden Fall ganz gut mit der St. Patrick's Day angeln. Ja, alles klar, dann vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge. Und nochmal danke an Micha Desperado. Tschüss.